Alles begann, als er aus Peru zurückkam, mit nem Lama-Haar-Poncho und ner Flasche Sacrotan. Er glaubt nicht viel, doch er glaubt an deutsche Hygiene. Er steckt ein und zählt jetzt aus mit ner Szene die Mähne. Es war nicht viel aus ihm rauszuholen. Man fragt ihn, wie's ihm geht, und er sagt, gut, doch ich brauche Kohle. Kein Wunder, wenn man sieht, was geschieht, und er das erste 5-Mark-Stück um 11 Uhr in den Flipper schiebt. Kein Versuch von Kritik, denn man weiß ja, er bleibt stur, denn für ihn heißt das, er steht auf, gibt dem Tag eine Struktur, dem Leben einen Sinn, sich ein Ziel, denn das Leben ist kein Picknick, es ist ein Freispiel. Er hat einen Goldfisch in einem Goldfischglas dabei, der Fisch heißt Dave, und seit er Dave hat, ist mit der Einsamkeit vorbei, und anhand des Glases wird noch anderes klar, denn das Ding ist so zerbrechlich wie seine Würde antastbar. Deswegen hält er beide Arme fest um Dave verschränkt und stellt ihn auf nen Barhocker, wenn er sich mit Flippern ablenkt. Er gibt ihm nie die Hand, fragt, was das soll, und er sagt, tut mir leid, ich habe beide Hände voll. Er sagt, man redet nur über Dinge, von denen man was versteht, und verstehen tut man nur, was einem bis ans Leben geht und davon Jahre kostet. Als er nach dem Abi floh, trug er ein T-Shirt drauf, wer rastet, rostet. Jetzt trägt er eins mit Schluss mit dem Gewinsel und redet von Malaria, Sex auf einer Treppe Südseeinsel, Hinduismus, indische Polizei und halluzinogenen Pilzen im Busch von Uruguay. Davon, wie seine Mama weinen kann, und Dinge, die so traurig sind wie öffentlich-rechtliches Radioprogramm. Fernsehen ist auch nichts, was Nervenhätschen tätschelt, denn während du schliefst, hat er 10 hoch 3 mal den Kanal gewechselt. Sieht aus Prinzip Hoffnung Free Willy einmal am Tag, und auf die Frage, wofür das denn nur, wo gut sein mag, gibt es zurück. Das Ganze ist ein Test, so stell ich fest, wie viel Spielraum für Hoffnung mir das Leben noch lässt. Du siehst den Film 100 Mal und kennst das Ende und weißt, Wahl springt über Kind, der Film wird zu Legende, und doch beim 101. Mal hast du noch Hoffnung, diesmal landet das Balk unter dem Killerwahl. Und falls beim 102. Mal auch wieder nichts passiert, dafür gibt es Plan B, der sich wie folgt organisiert. Das Ganze ist kein Realität, sondern ein Wahrnehmungsproblem, und er verlässt seine Wohnung, um auf den Kuhberg zu gehen. Bleibt stehen, dreht sich um und sagt zu dir, I'm on top of the world, denn die Welt biegt sich unter mir.